Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Northgard. Hat mittlerweile ein kleines Update gegeben hier. Das nennt sich das Sword and Solace Update. Das heißt, sie haben ein bisschen an der GUI rumgeschraubt, ein paar neue Features eingebaut. Die GUI, seht ihr ja, wurde komplett dann überarbeitet. Und ja, man kann jetzt benutzerdefinierte Spiele starten, wie zum Beispiel ein 2 vs 2 vs 2, ohne dafür auf den Geschichtenmodus zurückgehen zu müssen. Das heißt, es gibt dann vorgefertigte Teams, was ziemlich cool ist. Und genau sowas wollen wir jetzt eigentlich mal nutzen, um nochmal einen weiteren Clan auszuprobieren. Wir hatten den Hirsch-Clan, aber gewonnen mit. Wir hatten den Ziegen-Clan, wir hatten den Wolf-Clan. Jetzt können wir uns mal überlegen, ob wir eventuell den Raben-Clan nutzen, Hugin und Munin, oder ob wir uns für einen von den anderen entscheiden werden. Hatten wir den Eichhörnchen-Clan eigentlich auch schon? Habe ich den nur mal so angespielt? Den Ratten-Clan, seht ihr, habe ich noch nicht, weil ich ehrlich gesagt vom Lore nicht so begeistert bin. Also auch, dass die über verletzte Einheiten oder sowas effizienter werden. Also ich finde den Clan an sich nicht ansprechend, muss ich sagen. Von daher werde ich mir den wahrscheinlich auch gar nicht erst zulegen. Okay, versuchen wir es mal diesmal mit Hugin und Munin. Hugin und Munin haben den Vorteil, also der Clan des Raben hat den Vorteil, er kann Crones ausgeben, um Zonen zu besiedeln anstelle von Nahrung. Wir können, also sämtliches Cranes-Einkommen ist um 15% erhöht. Wir können Handelsrouten in die Heimat erstellen, die mehr einbringen, also mehr Cranes einbringen. Und unsere Hauptverkehrsrouten gewähren einen Rabatt von 10%. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Außerdem ersetzt der Hafen das Langschiff-Dock und wir verdienen Ruhm, indem wir neutrale Fraktionen und feindliche Gemeindehäuser ausspähen. Unser Relikt ist Nagelfar, das es uns erlaubt, ein Küstengebiet mit zwei Söhnen von Rimir anzugreifen. Das sind im Prinzip zwei Riesen mit Riesenhämmern, die aber nicht ganz so stark sind wie der Champion der Riesen, den man sonst über die Freundschaft mit den Riesen, das Bündnis mit den Riesen einsetzen kann. Abgesehen davon, sobald wir 200 Ruhm erreichen, können wir Söldnerraubzüge entsenden, um ein, naja, ihr ahnt es schon, Küstenfeld mit Söldnern anzugreifen. Und ab 500 haben wir die Seevormacht und können weitere Söldner einsetzen. Gut, das ist eigentlich auch schon alles, was es hierzu zu sagen gibt. Unser hauptsächlicher Siegtyp ist Handel. Das heißt, schnellstens auf den Leuchtturm und dann mit der Heimat handeln, weil wir alles über Gold regeln können. Aber wir werden uns mal überraschen lassen. So, wir sind Rabenclan. Ihr seht hier, wir haben 2 vs. 2 vs. 2 eingestellt. Es gibt Teamplatzierungen wild durcheinander, zufällig oder halt beieinander. Ich habe jetzt mal beieinander eingestellt. Es gibt hier oben verschiedene Einstellungen, die man spielen kann. Man kann die Kartengröße einstellen und es gibt dann hier noch das Mirror-Prinzip, also komplett ausgeglichen oder ein zufälliges Prinzip. Wir bleiben mal bei zufällig. Wie Schema weiß ich gar nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Egal. Auf ins Spiel. Sehen wir mal, was uns der Raben-Clan so beschert. Okay, ach ja, ich hatte vergessen zu erwähnen, wir spielen auf der Karte Ragnarök. Deswegen sieht das alles hier etwas vulkanischer aus. Unser Verbündeter ist vom Bärenclan. Der gute Stein. Stein vom Bärenclan. Gut, hat sich hier was verändert an der GUI? Nicht unbedingt, würde ich sagen. Nö, glaub nicht. So, Abmarsch. Wir wollen direkt wissen, was hier um uns drumherum ist. Ein bisschen schneller, bitte. So,
So, oh ja, hier oben haben wir einen Wald und den können wir direkt besiedeln. Und hier haben wir noch einen Wald. Warte mal, zwei Wälder, ehrlich? Was ist das denn? Das hatte ich auch noch nicht. Ja, aber der eine Wald ist halt mit einem Wolf besetzt. Das heißt, wir müssen den anderen Wald nehmen. Macht aber nichts. Wald ist gut, den holen wir uns gleich mal. Wald ist sogar sehr gut, das heißt, uns geht hier definitiv kein Holz aus. Davon haben wir dann nämlich genug. So, laut. Hier ist, da ist zu, das ist sehr gut. Also wir können mal ganz kurz hier die beiden Gebiete da erforschen. Wir haben einen Wolf, hier haben wir keinen Wolf. Das heißt, das hier ist unser nächstes Gebiet, das wir einnehmen werden. Und ich bezahle das jetzt direkt erstmal mit Thrones. Hier müssen wir nämlich nicht so lange warten. Und wir haben genug Holz, um direkt hier die Jagdgüter reinstellen zu können. Das ist doch hervorragend. So. Wir haben hier drei Gebiete. Okay, also wir können auch gleich mal eine Hütte hier mit dazu stellen. Das ist umso besser. Du kannst die Hütte bauen. Das kostet mir jetzt richtig Nahrung, bis hier die Jagdhütte fertig ist. Aber wir machen es trotzdem mal. Und dann können wir unsere Leute hier abziehen. Ach, warte mal. Deswegen habe ich... So, hier ist noch ein Wald. Drei Wälder hier direkt in einer Reihe. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Aber ist egal. Auf jeden Fall sehe ich, wir haben hier eine Kante zwischen uns und unserem Verbündeten. Also das heißt leider. Eigentlich ist das eine ziemlich erfreuliche Sache, weil das heißt nämlich, dass er uns nichts wegbauen kann und wir uns da auch nicht so unbedingt anstrengen müssen. So, du machst das Schiff. Bin ich jetzt gerne bewusst. Oh, hier ist auch zu. Sehr gut. Hier ist offen. Und offen ist nicht so gut für uns. Wir gucken mal, dass wir hier oben ein bisschen weiterkommen. Haus ist fertig. Haus ist fertig heißt, das ist ein Jäger. Du bist der Dorfbewohner. Ab zum Jäger. Und unser Verbündeter feiert ein Fest. Na, das kommt uns doch mal wie gelegen. Also, weiter geht's. Noch ein Holzfäller. Wir brauchen mehr Holz. Und hier können wir dann als nächstes unser Ausbildungslager. Brauchen wir gar keins von denen. Direkt was anderes bauen. Das ist doch mal ein Wort, weil dann baue ich direkt am Anfang lieber. Obwohl, nee, wir bleiben beim Ausbildungslager. Wir brauchen einfach die Axt am Anfang. Ach ja, die Axt an der Hand erspart den Zimmermann. Aber wir müssen hier schnellstens unseren Wolf loswerden und den Wolf würde ich auch gerne loswerden, damit von der Richtung keine Angriffe, also irgendwelche Tierspawns oder so kommen können. Das hier ist Gott sei Dank nur ein Steinkreis und ein uralter Friedhof, also spawnen da auch keine Drauger. Oh, und ich glaube, das Land hier ist schon unsere gemeinsame Grenze. Das ist ein Träumchen. Und hier unten müssen wir gucken, was da sich im Nebel verbirgt. Damit wir da schnell was loswerden. So, nächster Schritt, Heilerhütte. Da ist die Heilerhütte. Wie war das? F? Ja, war Flip. Zack, eigentlich hätte ich auch gerne hier einen Kriegshäuptling von Anfang an. Den Gefallen wird uns allerdings niemand tun. Was haben wir hier? Oh, ein Teich mit Fischen drin. Gerne. Wo willst du hin? Bin da geblieben. So, 200 Holz, 100 Kröns. Na, das ist ein Wort. Damit können wir arbeiten. Das heißt, wir könnten jetzt hier direkt erstmal den Jungen hier reinstellen. Jemand hat einen inaktiven Vulkan gefunden. Sehr gut. Das ist ja die Besonderheit auf diesen Karten, auf diesen Ragnarök-Karten, dass es einen Vulkan gibt, der hin und wieder auch einfach mal ausbricht und uns dann echt Probleme machen wird. Aber das liegt selbstverständlich noch in grauer Zukunft. So, kannst schon mal darüber gehen. Den können wir direkt einnehmen, aber ich würde gerne... Ja, ich glaube, ich arbeite gerne mit Nahrung statt mit Gold. Für den Anfang jetzt gerade. Riesen sind hier hervorragend. Das ist unser nächstes Ziel, ist das Ding hier einzunehmen und die Friesen zu befreunden. Frieden, wie auch immer. Damit wir dann schnellstmöglich den Riesen-Champion kriegen können. Weil Handel hin oder her, der Champion ist einfach geil. So. Können. Ah, hier ist noch eine Jagdhütte. Ein Träumchen, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist super, dass das geht. Können wir hier unseren Hafen hinstellen. Du bist ja eh schon fertig. Jetzt. Okay. So, die hätten wir. Dann können wir hier runterlaufen. Obwohl,
Ja, die Draugar hier zu besiegen und uns schnell den Fisch zu holen, wäre auch was, weil der hat hier unten auch noch Fische. Da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher, was wir da jetzt eigentlich machen wollen. Wo ist unser Held? Da ist unser Mensch, unser Scouter. So, haben wir hier einen? Ja. Dorfbewohner, sehr klar. So. Genau. Da war was. So, wir können den Wald erobern. Machen wir auch mal. Kostet uns 60 Gold. Weil wir hier unten, was ist das auch? Ne, es sind drei Gebäude, das ist gut. Dann können wir hier unten nämlich nochmal so unterreicht werden. Mit dem nächsten Kampf, der hier fertig wird. Erhöht die Produktion von Cranes um plus Value und beschleunigt das Schmieden um 30%. Genau, wir müssen eigentlich mal gucken, was wir hier eigentlich zur Hand haben. Wir haben Waldläufer, erhöht eure Spiel- und Erkundungsgeschwindigkeit um 100%. Schwerfe brauchen keine Nahrung mehr und können beim Erkunden nicht mehr verletzt werden. Coole Sache. Wir haben Dwarfs. Oh, herrlich. Na okay, die Dwarfs sind da hinten, das ist ein bisschen sehr ärgerlich. Sich hier vorne würde ich ja... Ich mag die Dwarfs lieber als die Riesen, muss ich sagen, weil die Dwarfs einem noch Stein und Eisen geben, wenn man mit denen verbündet ist. Und diese zwei Bergen-Champions sind richtig geil. So, plus 2 Angriffskraft und Verteidigung pro aktiven Seefahrer oder Händler, maximal 20%. Und Waffenverbesserungen sind um 50% verringert. Cool. Häfen, Handelsposten und Markets und Marktplätze produzieren plus 2 Zufriedenheit. Nach der Aufwertung plus 1 Zufriedenheit mehr. Und Gesellen, jeder... Erhöht je nach den von euch erforschten Gebieten eure Zufriedenheit. Das ist auch cool, aber wir fangen mal damit an. Ich will mehr Krones haben. Denn Krones sind die Basis unseres Wohlstandes. Hahaha. Ja. Ist tatsächlich so. Wir brauchen Krones. So. Okay, da ist Naströnd auf dem Boden. Hier ist Landvidi auf dem Boden. Beides nicht so die geilsten Länder. Hier gibt es auf jeden Fall Steine. 35 Steine gibt es da. Da gibt es gar nichts. Hier haben wir schon mal 15 Eisen. 30 Steine. Hier ist auch nichts. Okay, was wir jetzt eigentlich brauchen, sind ein paar Leute, die hier Gold für uns anschaffen. Marsch, marsch, ihr Seefahrer. Holt euch einen Hammer und los geht's. Wir haben 1, 2, 3, 4 Felder mit Küsten. Das heißt, wir können 4 von diesen Seefahrern rausschicken. Das gibt uns Krillens ohne Ende. Und dementsprechend auch Ruhm oder Forschung ohne Ende. Das ist richtig gut. So. Wo ist denn unser Handelmann hier? Oh. Okay, eigentlich hätte ich den hier gern noch, weil wir sonst hier keine Nahrung im Umfeld haben. Das heißt, ich würde gerne unserer KI den Platz hier abspenstig machen. Das ist nämlich der dritte zwischen uns. Da ist ein Wolfsbau. Hier oben haben wir auch einen Wolfsbau. Sehr gut, da ist der Vulkan. Und jetzt 35 Steine mit Thors Zorn. Plus 10% Kampfkraft ist immer gut, aber andererseits ist so eine gefallene Valkyrie gerade am Anfang richtig dicker Gegner. Die hauen wir nicht so einfach um. So, wir brauchen eigentlich mehr Dorfbewohner. Viel mehr Dorfbewohner. Oh no, unser Speer ist gestorben. Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Oh, der Mimirsbrunnen. Eins der genialsten Relikte, weil man hierdurch ein Spezialwissen eines anderen Clans erforschen kann oder aussuchen kann, sobald man den hat. Das ist der Hammer. Das heißt, da kann man sich so richtig schön was vom Hirschclan aussuchen, dass man, keine Ahnung, zusätzliches Einkommen bekommt oder vom Eber-Clan mit Happiness führen. Besiedelte Gebiete oder sowas. Das ist richtig gut. So, Jungs, ihr macht mal kurz das Eisen. Ich hätte nämlich gerne meinen Clan-Helden hier. Und der kostet uns ja leider 5 Eisen. Aber sobald wir den haben, geht's rum. Und. Oh je, das ist schlecht für uns. Das heißt, wir müssen eigentlich den hier relativ zügig einnehmen, damit er auf den hier nicht draufkommt. Ansonsten würde sich der hier um die Ecke ausbreiten. Und der Wolfsclan ist ja gerade dazu dafür bekannt, hier Bubble zu verursachen. Gut, das heißt, wir kennen unser Ziel. Wir werden unseren Helden hier schnellstmöglich beschwören und dann
uns ein bisschen ausbreiten. Der nächste Villager, unser nächster Dorfbewohner, geht auch hier in den Hafen für mehr Kröns. Am Arsch. Natürlich auch cool, dass die hier einfach sofort Dorfbewohner kaufen können. Das heißt, wenn sie genug Kröns produzieren, das Bevölkerungswachstum, nach einer Schlacht zum Beispiel, für die kein Problem. Die kaufen sich einfach ihre komplette Bevölkerung wieder. Und dementsprechend ist natürlich auch die 150 für den Kriegshäuptling kein Problem, was ich ziemlich gut finde. Gefällt mir. Yep. Also. Lift. Marsch. So, wir brauchen ein bisschen mehr, na, es geht mehr Ressourcen durch Seefahrer, ja, aber ich glaube, ich hätte gerne lieber erstmal scharfe Äxte für mehr Holz. So. Hauen wir mal hier auf den Putz. Ach nee, wir haben gerade im Winter, ne, warte. Winter, ja, okay, wir hauen doch noch nicht auf den Putz. Jetzt können wir auf den Putz hauen. Ist manchmal ein bisschen schwierig hier. Stein hat ein Festmahl für uns organisiert. Wie schön. Können wir echt gebrauchen. Was brauchen wir hier? 160, 160 hin. Das haben sie auch überarbeitet. Kriegen wir nicht hin. Doch, kriegen wir hin. Gerade so. 160. Marsch. Das heißt, wir können jetzt darüber und den nächsten platt machen. Sehr gut. So, was haben wir hier? Zwei Gebäude haben wir. Okay, das heißt, bevor wir da Fisch abbauen, obwohl, nee, wir können direkt Fisch abbauen, wir müssen halt auch direkt ein Bergwerk da reinstellen. Ein Dorfbewohner? Wir haben einen Dorfbewohner. Ein Verbündeter wird angegriffen. Von einem Woll, ja. So, sie haben auch ein bisschen hier die militärische Erfahrung umgestellt. Die Technologien wurden ein bisschen umverteilt und es gibt jetzt insgesamt 4 Stufen. Dafür fängt man halt schon bei 50 militärischer Erfahrung an, darf sich hier was aussuchen. In unserem Fall wird es wohl, was hatte ich beim letzten Mal? Ich habe schon Beschützer und Führung, ich glaube Legionen hatte ich noch nicht. Da produzieren unsere Militärlager militärische Erfahrungen. Die Grundkosten von militärischen Einheiten um 25, erhöht den durch Aufwertung militärischer Gebäude einen Bonus um plus 50. Und wenn wir in einer Battleground-Zone sind, haben wir plus 30 Attack-Power und Speed-Bonus. Aber Battleground, naja. Ich glaube, wir nehmen Milizen plus Wachturmaufwertung. Ich glaube, ich bleibe lieber bei der Führung. So, Führung heißt, unser Kriegshäuptling kriegt jetzt einen Leibwächter. Dazu müssen wir mal kurz zurücklaufen, damit wir uns den Leibwächter beschwören können. Und jetzt laufen wir wieder hin. So, unsere Leute hier sind sogar schon fertig. Das heißt, ich kann meine beiden Bergarbeiter hier runterschicken. Sehr gut. So, Dorfbewohner, da rein. Nee, quatsch du nicht. Oder der andere nicht. Du nicht. Ich muss noch ein Haus bauen. Die Frage ist, wohin ich das Haus baue. Lass uns das Haus mal hier rein. Wir erobern jetzt dieses Teil hier und dann bauen wir da direkt ein Haus rein. So, 200 Nahrung haben wir nicht, aber 100 Gold haben wir. Also ran in den Speck. Rüber da, Haus gebaut. So, wir haben neue Technologie. Waffenschmied. Ja, plus 20% Angriffskraft und wir brauchen die Pelzmäntel. Nach und nach. So, hier unten kommt auf jeden Fall noch eine Holzverlötte rein und ein weiterer Hafen. Hier rein kommt auf jeden Fall ein Hafen und vielleicht noch ein Silo. Hier rein kommt auf jeden Fall noch ein Hafen. Das heißt, hier, da ist, glaube ich, die Küste erhaben. Genau, hier ist die Küste erhaben. Da können wir nichts reinpacken. So, jetzt kannst du hier runterlatschen. Oder du baust mir hier kurz auch das Haus auf. Wir bauen uns kurz dieses Teil hier noch auf, damit nämlich unsere Steinbergwerker, wenn sie hier mit dem Eisen fertig sind, hier direkt reinlaufen können.
Was willst du denn hier? Ich glaube, es hackt. Aber ganz gewaltig hier. Ist ja wohl nicht. So, den Teil hätten wir. Happiness sieht gut aus. Bevölkerung sieht auch gut aus. Stimmt, hier sind nochmal 35 Steine. Allein deswegen war das auch schon eine gute Idee, das einzunehmen. Dann schnappen wir uns jetzt den hier oben. Gut. Das Land hätten wir auch eingenommen. Oder zumindest geleert. Muss ja reichen. So, du kannst nochmal Fischer werden und dann hätten wir hier vorne noch Platz, um unsere Schmiede dahin zu stellen. Die wir bei der Gelegenheit auch irgendwann mal bauen wollen. Marsch. Achso, und wir brauchen dann noch ein Gebäude hier vorne drin. Das muss jetzt erstmal unser Steinbruch sein, den wir hier vorne noch mit reinstellen. Aber sobald hier unser Stein weg ist, können wir hier einen Opferbrunnen reinstellen. Weil bisher hat noch niemand Kontakt mit den Jütten aufgenommen. Das finde ich ganz gut, dass das noch keiner hat. Und beeilt euch mal, Jungs. Stimmt, das hier waren sonst immer die Bergwerker, ne? Die Bergwerksgeschwindigkeit war das. Okay, wo ist denn eigentlich unser Speer? Da oben ist unser Speer. Nee, warte mal, Junge. Lauf mal kurz nach Hause, dann wirst du nämlich geheilt, wo du nämlich auch noch drauf gehst. Das ist nicht so der Sinn der Sache. So. Uns fehlt es an allen Ecken und Enden an Bevölkerung. Leider. Aber auch die Bevölkerungstechnologie? Nee, Rekrutierung gibt es hier oben noch. Das ist gut. Den hier wollen wir auch unbedingt haben. Schiffsbau auch. Das sind so die nächsten. Eigentlich sollten wir jetzt erstmal hier ordentlich Leute in den Schiffsbau stecken. Den hier wollen wir sowieso haben, weil wir einfach 4 Jäger haben. Den da wollen wir haben, um schneller zu heilen. Und Seefahrer wollen wir haben. Und eigentlich habe ich auch immer Holzfäller. Da warten wir noch. Ja, das kommt noch. Das kommt noch, würde ich sagen. So, Dorfbewohner kann schon mal anfangen hier zu schmieden. Arsch. So, da haben wir ein bisschen. Wir haben einen Dorfbewohner hier. Das heißt, wir können den nächsten Hafen in Angriff nehmen. Bewohner, wo bist du? Marsch. Wenn unsere Leute hier immer auf Wissen arbeiten, kommen wir wissenstechnisch wenigstens auch voran. So. Oh je. Oha, ein Schneesturm dieses Jahr. Das wird hart. Holz haben wir genug, Nahrung sollte ich jetzt halt nicht ausgeben, um hier noch irgendwas einzunehmen. Wir könnten das mit Krillens besiedeln. Das bringt uns 2 Bauplätze, also genug für ein Handelszentrum. Und ein bisschen, falls wir auf Wissen gehen wollen, ein bisschen was davon. Aber im Winter ist, glaube ich, das Schaf keine schlichte Idee. Ich glaube, ich mache das gleich mal. Wir holen uns das Teil, um dann ein Schaf zu haben, mit dem wir arbeiten können. Vorne sind 2 drin. Okay. Und wir haben gerade Hauptzüge freigeschaltet. Hafen mit einem Leuchtturm können 3 weitere Seemänner zugewiesen werden. Das ist natürlich ein Wort. So, ein Schaf nach vorne, ein Schaf hierhin quasi. So, da oben bitte wegmachen. Das Ding hier ist schon weg. Sehr gut. Und Feldmetal? Nee, Weltläufer, vielleicht. Ach, Schnickschnack, Schiffsbau. Schiffsbau. So, ein Dorfbewohner darüber. Anderer Dorfbewohner. Nehmen wir gleich mit rein. So, wir könnten direkt einen Leuchtturm setzen. Nicht 100, hier drauf. Das heißt, wir hätten Zugriff auf die Handelsbedingungen, dass wir hier mit Handel anfangen können.
Oh, es gibt einen Ratatöska, einen Eichhörnchen-Clan mit dabei. Das Festmahl von Valhall vorbereitet. Okay, wir setzen. Okay, der. Ah nee, noch ist ja gar kein Schneesturm. Okay. Noch sind wir nur im Winter. So, sobald du fertig bist, kannst du wieder nach Hause kommen. Ah, jetzt habe ich ihn abgewählt. Wo ist er? Wo war er? Hier unten war er. Aha, sieh an. Unser lila Krake hat ja auch schon ordentlich geflutet, damit er darauf bauen kann. Sachen gibt's. So, Winter, jetzt geht's abwärts hier. Boah, minus 18, minus 17, das ist echt der Hammer. Das kostet jetzt eine Menge, ich sage. Hoffen wir mal, dass wir diese zwei Monate Blizzard überleben. Der hat schon alles fertig geschmiedet hier. Nicht schlecht. Dann kann der Typ auch nach Hause gehen. Wenn wir hier schon quasi alles fertig hatten. Ja, ich glaube, den Holzfäller hätte ich gern noch. Also soll noch nicht nach Hause gehen. Boah, der Clan ist unzufrieden, aber er überlebt es. Von daher ist alles gut. Alles gut hier. 28 Steine noch. Sobald die Steine weg sind, kann ich nämlich hier meinen Opferbrunnen hinstellen. Und mich auf gut Freund mit den Jötnare machen. So, okay. Der ist vorbei. Jetzt können wir unsere weiteren Häfen planen. Da hinten sollte noch ein Hafen rein und hier unten sollte eigentlich auch noch ein Hafen rein. Und da muss noch eine Holzfällerhütte rein. Verlangt bessere Häuser. Ja, dazu brauchen wir erstmal die 10 Steine und die 100 Holz. Ah, okay. I see, I see. So. Jetzt brauchen wir die 100 Holz, die hier irgendwo herkommen sollen. Wir haben hier zwei Dorfbewohner, die gehen mal eine Holzfällerhütte bauen und der andere kann durchaus da hinten schon mal den Hafen bauen. Dann werden wir hier kurz okay, das ist nur ein Wolf. Ein Wolf, der interessiert mich. Wo ist eigentlich mein Held? Ach, hier hinten stehen die beiden. Na, zack, zack. Fertig ist dieser. So, exotische Güter, das wird uns natürlich Zufriedenheit geben, aber ich möchte im Prinzip hier rüber. Davon haben wir nämlich richtig was. Egal, wir kümmern uns erstmal um unsere Happiness hier. So. Ein Festmahl hat der Stein gut gemacht. Herr von und zu Stein. Gut machen sie das. Weitere Seefahrer sind auf dem Weg. Jetzt brauchen wir unsere 100 Holz. Yes. Und jetzt wird unser Haupthaus kurz aufgewertet. Jetzt haben wir nämlich auch wieder ein bisschen Platz für weitere Bevölkerung. Unter anderem halt für einen weiteren Seefahrer. Ich glaube, den können wir einfach mal ein bisschen früher machen. Da ist er. Und auch der geht Gold verdienen. Geht doch nicht über Gold.
So, wir warten hier einfach noch auf unser Gebiet. Wir könnten kurz den Wolfsbau hier zerlegen. Bringt uns ein bisschen Stein, aber halt auch nicht mehr, weil das Gebiet an sich tot ist. Und der hat hier oben leider noch einen Durchgang nach Hause, sonst wäre das eine Idee, den dann so ein bisschen einzugrenzen. Wir könnten das hier annehmen, das kostet uns 165 und dann könnte man mit dem Speer das Ding roden. Danach hätten wir halt ein bisschen Fläche. Eigentlich sollten wir das machen, weil hier hätten wir dann so einen Außenposten direkt in die Mitte der Karte. Das wäre schon gar nicht so verkehrt, wenn das hier so ein bisschen... Da ist ja noch ein Jötner. Zwei Jötner? Ach was. Echt, das geht? Moment. Tatsache, es gibt zwei Jötner. Oh, das heißt, man kann in diesem Spiel sogar zwei Riesen-Champions bekommen. Dann müsste man nur hier so einen Opferbrunnen hinstellen. Dann würde man möglicherweise beiden gleichzeitig opfern. Und das ist natürlich ein Grund, das Ding hier mal einzunehmen. Das wäre echt crazy, wenn das klappen würde. So, was wir gleich bauen, ist ein Speer. Ach, wir können da nicht rein. Ja, wo ist unser Speer? Dorfbewohner, Speer, den Rücken. Ich hab da was weggemacht werden muss. Beseitige das da mal. Okay. So, hier haben wir was reingestellt. Hier wollten wir, haben uns überlegt, dass wir den da reinsetzen. Haben wir gerade einen? Wir haben gerade keinen. Das heißt, dich hätte ich gerne mal, weil wir auch gerade keinen Schlachten schlagen, um den da kurz zu bauen. Da sind noch 11 Steine drin. Und du fängst jetzt bitte an. Sehr schön. Oh, okay. Das sieht doch gut aus. Jetzt haben wir einen Plan fürs nächste Mal. Leider sind wir für heute schon am Ende unserer Reihe angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Euer Arne Metzer-Zensis.